wenn du einen Yukon-fähigen Controller, wie zum Beispiel die Pro Tools S6, die Pro Tools S3, die Pro Tools Control iPad App, das Pro Tools Dock oder eines aus der Artist-Serie zu deiner Pro Tools Workstation hinzufügen möchtest, dann bist du hier an der richtigen Stelle. Du solltest die neueste Version von Yukontrol auf deiner Workstation installiert haben. Falls du Yukontrol noch nicht installiert hast, mach dies bitte, bevor du den Yukon-Controller zu Pro Tools hinzufügst. Schau dir dazu das Yukontrol-Installation- und Setup-Video an, falls du Hilfe benötigst. Wenn Pro Tools geöffnet ist, geh zum Setup-Menü und wähle Peripherals aus. Dann die Seite Ethernet-Controller. Dies kannst du mit oder ohne geöffnete Session machen. Klicke auf Yukon aktivieren und stelle sicher, dass die Ethernet-Port-Auswahl nicht angewählt ist. Klicke OK, welches die Peripherals-Seite schließt, und nun kommunizieren deine Yukon-Controller mit Pro Tools. Dein Yukon-Controller sollte jetzt alle Informationen aus Pro Tools anzeigen und es kann losgehen.